Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du zum Beispiel an der Handwerkertheke einen Sonderartikel verkaufst, der zwar hier bei uns gerade liegt, aber nicht angelegt ist. Dafür gehen wir direkt auf Neu-SO. Also ich habe zuvor einen Auftrag geschrieben, habe ihn auf Theke umgestellt, um direkt einen Lieferschein hinterher zu erhalten und klicke jetzt auf Neu-SO. Fülle nun hier alle Parameter aus. Und das Allerwichtigste nun ist hier einzustellen unter Dispo, dass es kein Lager ist. Wenn dies soweit geschehen ist, drücken wir auf Speichern, übernehmen den Artikel in den Auftrag und Abschluss. Direkt den Lieferschein drucken. Hätten wir nicht bei der SO-Artikelerstellung auf kein Lager umgestellt, wäre hier nicht die Möglichkeit gewesen, einen Lieferschein zu erzeugen, weil er hätte im Artikelstamm nach diesem Artikel gesucht und hätte keinen Bestand gefunden.